Ja, es ist 12:30 Uhr. Ich begrüße Sie alle und freue mich, dass Sie heute dabei sind bei diesem ersten Meeting des neuen Formates des ZRW Lunch. Wir haben einen Gedanken weiterentwickelt, wie man den Austausch auch zwischen den Mitgliedern verstärken kann, wie man auch neue Mitglieder besser vorstellen kann, jenseits der Möglichkeiten, die wir dann regelmäßig auch in den Sonderbeilagen der Rheinpfalz bieten. Und wir möchten auch die Gelegenheit natürlich nutzen, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen über interessante Themen und Ihnen auch einen Einblick zu geben in aktuelle Projekte, die jetzt sich für das Jahr 2024 neu abzeichnen. Einige sind Ihnen ja bekannt, auf die will ich jetzt nicht nochmal alle eingehen, sondern vor allen Dingen auch auf das, was jetzt perspektivisch sich abzeichnet. Bevor ich aber auf das heutige Programm zu sprechen komme, noch ein Hinweis für Sie: Wir zeichnen dieses Meeting auf und es gibt einen Unterschied für die Mitglieder. Sie haben die Möglichkeit, hier im Dialog auch den Referenten, auch uns Fragen zu stellen oder Vorschläge zu machen, sich einzubringen. Für Nichtmitglieder wird das Ganze zeitversetzt dann später auf dem YouTube-Kanal nur im Prinzip anzusehen sein, aber da ist dann im Prinzip kein Austausch möglich, so wie das jetzt mit Ihnen der Fall ist. Vielleicht zu dem Format: Es geht hier auch darum, dass wir jenseits der üblichen Treffen, die wir hier haben, Business Meeting, Wirtschaftsgespräche, Mitgliederversammlungen, Sommerfest und viele andere Dinge mehr, dass wir hier in einen regelmäßigen Austausch auch kommen. Im Moment ist es so vorgesehen, dass wir das einmal im Monat machen. Das wird jeweils vorher auch in der Newsletter angekündigt. Wir haben auch schon eine ganze Reihe an Themen uns einfallen lassen für die nächsten Monate. Das reicht sogar fast für 2 Jahre. Allerdings soll das nicht heißen, dass wir nicht entsprechend flexibel reagieren können, wenn von Ihrer Seite der Wunsch besteht, das eine oder andere Thema hier auch mal den anderen Mitgliedern und Interessierten zu präsentieren. Was das Programm angeht: Das Format ist so gedacht, dass wir das auf 1 Stunde begrenzen, sozusagen eine Ergänzung Ihrer Mittagspause mit etwas geistiger Nahrung. Und wir werden immer einen Impulsvortrag haben, der im Prinzip um die 20 Minuten herum dauert. Heute wird das der Fall sein beim Thema Crowdfunding im Kulturbereich. Herr Lukas Theisen wird dazu etwa 20 Minuten referieren. Das geht jetzt nicht nur um das Projekt natürlich der Sucura e.V., sondern das Problem Crowdfunding und Finanzierung von Projekten auch im ehrenamtlichen Bereich stellt sich sehr vielen Mitgliedern. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, sich hier auch mal auszutauschen und von Best Practices zu lernen. Ich werde im Anschluss dann, Sie haben natürlich die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen an den Referenten, Ihnen in etwa einer knappen Viertelstunde einen Einblick geben in neue Themen, die wir jetzt angehen in 2024. Natürlich nicht als reine Information für Sie, sondern auch als Aufforderung, wenn Sie Interesse haben, beim einen oder anderen Thema sich einzubringen oder mitzuarbeiten, das uns auch im Nachgang dann mitzuteilen. Was das Thema angeht, Vorstellung von neuen Mitgliedern: Wir werden versuchen, das so auf etwa 3, 4 neue Mitglieder zu beschränken, damit das Format dann nicht ausufert. Heute haben wir 3 Mitglieder, die auch im letzten Jahr uns in unserem Verein dazugekommen sind. Angefangen vom Doku-Center in Ramstein, der Mario Aulenbacher wird referieren, dann Schaumlöffel Engineering, hier wird Herr Uwe Bormann uns etwas zu dem Unternehmen sagen, und der Senior Expert Service wird vertreten durch Herrn Klaus Zimmermann. Sie haben natürlich dann auch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen an die Vorstellenden und entsprechend auch ist Raum noch für eine Diskussion. Wir versuchen natürlich pünktlich das Ganze auch abzuschließen in knapp 1 Stunde. Der nächste Termin wird am 15.02. stattfinden, und da haben wir ein ganz anderes Thema. Da geht es um die Frage: Wie kommt man mit den US-Streitkräften ins Geschäft? Also, was braucht man, wie muss man sich registrieren, wie läuft das ab, wenn Sie Aufträge haben wollen oder ins Geschäft kommen wollen, hier mit den US-Streitkräften, die ja doch, wie Sie wissen, im Jahr über 1,2 Milliarden Dollar ausgeben.
Und dann ist die Frage, inwieweit kommt das auch hier den Unternehmen und Anbietern und Dienstleistern in der Region zugute? Manche wissen nicht so richtig, wie man da in den Kontakt kommt. Das wird dann das nächste Thema sein. So, das zunächst einmal, was die kleinen Vorrede angeht. Wir haben jetzt nochmal, glaube ich, die wollen nochmal die Agenda kurz einblenden. Dann haben Sie das nochmal insgesamt im Überblick. Oder nicht? Ja, also hier nochmal im Überblick der heutige Tag. Und bevor wir jetzt zu lange hier die Vorrede halten, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt auch einsteigen in den Impulsvortrag. Und ich freue mich, dass Herr Lukas Theisen für die Sukura e.V. uns aus seinen Erfahrungen und den Gesprächen, die er bislang geführt hat, auch um dieses Projekt, dass die Sukura e.V. betreibt, einige Lehren zu ziehen, die vielleicht auch für viele andere interessant sind. Insofern würde ich jetzt gerne an Sie übergeben, Herr Theisen. Sie haben so etwa 20 Minuten Zeit, um uns hier einen Einblick zu geben. Schon mal vielen Dank auch an Sie und die anderen Referenten, die heute hier mitmachen. Ich hoffe, das Format wird bei Ihnen gut ankommen und wir werden das auch weiterentwickeln. Und wenn Sie da Kritik oder Anregungen haben, bitte gerne. Herr Ja, Theisen. sehr gerne. Vielen Dank. Die Präsentation können Sie alle sehen? Das nehme ich mal als ein Ja an. Dann ja, vielen Dank für die Möglichkeit, uns hier vorzustellen. Mein Name ist Lukas Theisen. Ich bin erster Vorsitzender des Sukura e.V. aus Kaiserslautern und ich möchte auch schon direkt starten. Ich habe einiges zu erzählen und die Zeit ist knapp. Ein kurzer Blick auf unsere Agenda. Zu Beginn möchte ich einmal kurz vorstellen, was ist der Sukura e.V.? Wofür steht der Sukura e.V.? Was machen wir überhaupt eigentlich? Dann das zweite große Thema, um das halt heute final oder auch ja, im Fokus stehen soll, ist Crowdfunding und Crowdfunding im Kulturbereich im Besonderen. Und dann möchte ich, wenn am Ende noch Zeit ist, gerne auch nochmal auf unsere Crowdfunding-Kampagne zu sprechen kommen, die sicherlich viele Mehrwerte für die Stadtgesellschaft in Kaiserslautern, besonders im Kulturbereich, im jungen Kulturbereich, im Subkulturbereich bieten wird. Und ich möchte einfach direkt mal einsteigen. Was ist der Sukura e.V.? Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Sukura, ja, eine Wortneuschaffung von uns, steht für subkultureller Raum. Das ist eigentlich auch genau das, was wir machen möchten. Wir möchten ein subkulturelles Zentrum eröffnen, vielleicht kurz zu unserer Entstehungsgeschichte. Es gab im Rahmen der Corona-Pandemie im Jahr 2021 ein Projekt der Stadt, das nannte sich Restart Innenstadt. Da sollten Gelder zur Revitalisierung der Innenstadt bereitgestellt werden. Es waren zweimal 250.000 Euro vom Bund. Damals gab es eine Plattform, die schon auch sich an die Crowd gerichtet hat. Thema Crowdsourcing, kommen wir später dazu, wo man Ideen für die Revitalisierung einreichen konnte. Und wir haben damals schon unser grobes Konzept, was wir als Sukura e.V. heute weiterverfolgen, dort eingereicht, konnten sehr, sehr, sehr viele Leute aus unserer Crowd, also aus der Stadtgesellschaft, für das Projekt begeistern. Hatten damals auf dieser Plattform, wo man die Ideen einreichen konnte und abstimmen konnte, über 2000 Zustimmungen für unser Projekt, war damit auch das ja am meisten gewotete Projekt dieser Plattform. Leider ist das Restart Innenstadt-Projekt nie zustande gekommen und wir haben auch bis heute leider keine Rückmeldung von der Stadt dazu erhalten, was ein bisschen schade ist. Und als Reaktion darauf haben wir uns gesagt, dann machen wir das, ja, was jetzt nicht stattfindet, einfach selber. Kurz zu uns, zu unserem Verein. Wir setzen uns für die Entwicklung und Erhaltung subkultureller Kunstform in Kaiserslautern ein. Hauptsächlich sind wir im Bereich Musik unterwegs, wie Sie hier sehen können. Hip-Hop, Indie-Rock, elektronische Musik, Kunst, Kultur und Sport. Sport bezieht sich da sehr breit gefächert, tatsächlich auch, wie Sie hier unten auf dem Bild sehen können, auf Fußball, aber halt auch Sachen wie Skateboarding und so weiter und so fort. Wir sind insgesamt 75 Mitglieder aus verschiedensten Bereichen und haben in den vergangenen 2 Jahren seit unserer Gründung über 20 Veranstaltungen im Bereich Musik, Sport, Kunst und Kultur gemacht, unter anderem in Kooperation mit dem Kulturreferat der Stadt, mit dem AWO-Fanprojekt im Sportbereich, mit dem Museum Pfalzgalerie und so weiter und so fort. Also da sind viele Kooperationen zustande gekommen. Wer sich da genauer informieren will, findet da alles auf unserer Homepage. Und unser Vereinsziel ist,
die Errichtung eines subkulturellen Zentrums in Kaiserslautern, das allen Kunst- und Kulturschaffenden zur Verfügung steht. Warum ist das in unserer Sicht wichtig? Uns ist aufgefallen, es gibt schon ein kleines Paradoxon in Kaiserslautern, hat sich jetzt in den letzten Wochen etwas wieder gebessert, wird aber vermutlich durch den Weggang einiger Unternehmen in der Mall wieder verschlimmern, dass es sehr, sehr viel Leerstand gibt im Kaiserslautern, aber gleichzeitig gibt es keine Räume für beispielsweise Bands, für Proben, für Veranstaltungen, für Vernissagen und so weiter, die für uns als Verein, als gemeinnütziger Verein und auch für kleine Kulturschaffende bezahlbar sind. So viel zu uns und unserem Verein. Ja, dann gehen wir doch mal direkt ins Thema rein, starten. Was ist denn Crowdfunding? Crowdfunding definiert sich folgendermaßen: ist eine Form der Finanzierung. Da steckt aber allerdings noch viel, viel mehr dahinter. Gehen wir gleich schon drauf ein. Kommt aus dem englischen Funding, die sich an eine Menge von Personen richtet, die sogenannte Crowd. Und im Crowdfunding ist eigentlich das Ziel, ein gewisses Projekt, für das man, ja, sagen wir mal, aus öffentlichen Geldern, aus Eigenmitteln, nicht genug Geld zusammenbekommt, über die Crowd mit kleinen Beträgen zu finanzieren. Und ein ganz spannender Punkt, ich habe gerade eben schon von dem Restart Innenstadt-Projekt erzählt, das geht schon in den Bereich Crowdsourcing rein, den wir unten mitsehen. Das ist, ich nenne es mal, die logische Weiterentwicklung des Crowdfundings. Im Crowdfunding wird nur in Anführungszeichen Geld gesammelt. Beim Crowdsourcing werden auch Ideen in der Crowd, in der Gemeinschaft entwickelt und weiterentwickelt. Zum Beispiel auch in der Startup-Welt sehr weit vertreten. Da werden häufig die Ideen vorgestellt, reicht die an die Crowd weiter und die Crowd gibt ihr entsprechendes Feedback dazu, hilft dabei, so gewissen Groupthink-Effekten entgegenzuwirken, heißt, dass man einfach nochmal auf gewisse Fragestellungen, auf gewisse Themen nochmal einen neuen Blick bekommt und seine entsprechenden Ideen und Projekte weiterentwickeln kann. Vielleicht eine der bekanntesten Kampagnen, die es jemals im Crowdfunding gab, womit auch jetzt die meisten Leute vermutlich sich oder mit was assoziieren können, ist die Kampagne gewesen Yes We Can von Barack Obama im Wahlkampf in den USA. Er hat es damals geschafft, was sehr unüblich ist für den amerikanischen Wahlkampf, der in den meisten Fällen von Großspendern finanziert wird, 750 Millionen Dollar über die Crowd zu sammeln und damit auch sein politisches Amt zu stärken. Er hat seine Crowd direkt mobilisiert, sie in den Wahlkampf mit eingebunden und auch ja, finanziell das Ganze für seinen Wahlkampf mitgenutzt. Jetzt ist dazu, ja, was ist denn Crowdfunding eigentlich wirklich? Crowdfunding, denkt man natürlich direkt, das ist ein Finanzierungsinstrument, aber Crowdfunding ist viel, viel mehr. Crowdfunding ist tatsächlich eine Verbindung aus Leidenschaft, Emotionen, Vertrauen und Vision. Also man versucht, die Crowd für sich, für sein Projekt mit Emotionen auf sich aufmerksam zu machen, für seine Vision, für sein Projekt zu gewinnen. Und da ist sehr, sehr viel Kommunikationsarbeit notwendig und man muss es schaffen, die Crowd auf seine Seite zu ziehen, dass sie die Vision, die man hat, mit einem teilt. Und in der Regel richtet sich Crowdfunding an Privatpersonen, ist aber auch für Unternehmen auf der einen Seite als Funder, also als die, die Geld einsammeln möchten, aber auch als die, die Geld geben können. Ein extrem spannendes Werkzeug. Und wie hier unten schon steht, die Crowd muss Teil der Idee werden, muss Teil der Unternehmung werden. Man muss es einfach schaffen, die Leute für sein Projekt zu begeistern. Und das ist viel, viel mehr als nur Finanzierung, was da alles noch so dahinter steckt. Vor allem auch der Austausch zwischen der Crowd und dem Funder ist extrem wichtig und hilft dabei, Projekte und Ideen weiterzuentwickeln. Und wie hier im letzten Satz schon steht, die Emotionen sind der Schlüssel. Man muss wirklich es schaffen, wie gerade schon erwähnt, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Einmal kurz zum Verständnis des Crowdfunding. Wie funktioniert das? Auf der linken Seite sehen wir den Initiator, zum Beispiel jetzt wir als Sucura e.V. Wir möchten unser Kulturzentrum verwirklichen und sind der Funder. Was machen wir? Wir suchen uns eine entsprechende Plattform raus. Das wird in der Regel, also da gibt es eine ganze, ganze Menge an Plattformen. Wenn Sie sich da mal informieren wollen, hauen Sie einfach mal in Google rein. Crowdfunding-Plattformen, da finden Sie verschiedenste Plattformen mit verschiedensten Konditionen und die Auswahl der Plattformen ist tatsächlich bei der Umsetzung des Crowdfundings auch sehr, sehr wichtig. Wenn wir den Bereich User Experience uns angucken, kommen wir aber später noch dazu. Und natürlich der wichtigste Part des Crowdfundings, selbstverständlich die Crowd. Die
ja, quasi für den Initiator Geld bereitstellt, die aber auch die Möglichkeit hat, Ideen und Vorschläge und Feedback in das Projekt mit reinzugeben. Und das sieht man hier auf dem Schaubild auch, es ist eine ganz interessante Wechselwirkung, die da entsteht zwischen Crowdfunding, der Plattform und dem Initiator. Werden wir aber im Detail nochmal jetzt drauf eingehen. Genau. Dann, welche Arten des Crowdfunding gibt es? Ist auch sehr spannend zu beobachten. Es gibt einmal die klassische Spendenkampagne. Das ist das, worüber wir heute sprechen werden. Das ist vermutlich das, was für Leute im Kulturbereich auch am interessantesten ist. Dann das Reward-Based Crowdfunding. Das wird den meisten auch bekannt sein. Ist eine Crowdfunding-Art, bei der für die Spende an den Funder ein Reward, also eine Belohnung ausgezahlt wird. Man kennt das mal aus dem Beispiel. Es gibt zum Beispiel Startups, die möchten die Produktion eines, ich nenne es jetzt mal neuen Schokoriegels, jetzt mal als einfaches Beispiel, finanzieren. Und das ist dann sozusagen ein teurer und sehr langer, also ein Online-Shop, der teuer ist und eine sehr lange Lieferzeit hat. Das heißt, man stellt im Vorfeld Geld bereit und kriegt dann eine Gegenleistung dafür. Zum Beispielsweise dann, wenn die Kampagne erfolgreich war, beispielsweise ein Probierpaket kriegt man dann bereitgestellt von dem Funder. Crowdlending und Crowdinvesting sind zwei Bereiche, die eher in den wirtschaftlichen Teil gehen. Crowdlending ist klassische Kapitalanlage, auf die eine Rendite ausgezahlt wird. Und Crowdinvesting lässt sich wie ein Kredit verstehen, wo Geld bereitgestellt wird, was dann nach einer gewissen Zeit zu einem festgelegten Zinssatz rückgezahlt wird. Ist tatsächlich im Kulturbereich relativ unüblich, dass da mit Crowdlending oder Crowdinvesting gearbeitet wird. Deswegen konzentrieren wir uns heute auf die spendenbasierte und die Reward-Based Crowdfunding-Kampagne und in der Regel, ausgenommen von der Spendenkampagne, gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, wenn ich das Geld, was ich einsammeln möchte, ich muss im Vorfeld ein Funding-Ziel anlegen, sagen wir, das sind 1.000 Euro bei einem Sportverein, der neue Tore für seine Bambini-Mannschaft kaufen möchte, dann muss dieses Funding-Ziel auf der Plattform erreicht werden, damit der Betrag im Endeffekt auch an den Funder ausgezahlt wird. Im anderen Fall wird das Geld, also wenn man von den 1.000 Euro nur 700 einsammelt, wird das Geld rückabgewickelt ohne Abzug von Gebühren an die Crowd. Das heißt, das Ziel muss erreicht sein, um die Ausschüttung des Geldes zu generieren. Ist beim Donation, bei der Donation nicht so, also bei der Spendenkampagne. Warum das so ist, hat tatsächlich steuerliche Hintergründe. Wir haben uns zum Beispiel für eine also für eine Spendenkampagne entschieden, weil beim Reward-Based Crowdfunding die komplette gesammelte Crowdfunding-Summe versteuert werden muss. Wir werden später mal auf unsere Summe, die wir funden wollen, eingehen. Und da werden Sie schnell erkennen, wenn man da die Steuer noch draufrechnet, sind wir bei einem noch höheren und noch schwerer zu fundenden Beitrag. Und das ist da eigentlich der Hauptunterschied zwischen der Donation und dem Reward-Based bzw. Lending und Investing, ist die Versteuerung des gesammelten Geldes. Wie gerade schon gesagt, Realisierung über eine Plattform. Über diese Plattform macht man auch Werbung für sein Projekt und für seine Unternehmung. Und das Geld wird gesammelt, um etwas zu realisieren, was zum Zeitpunkt der Kampagne noch gar nicht da ist. Also ja, das ist das, was ich gerade schon eben mit dem Schokoriegel-Beispiel versucht habe zu erklären. Man gibt Geld für etwas, was noch nicht existiert. Man ermöglicht quasi die Produktion des entsprechenden Produkts oder Projekts und bekommt dann eine ganze Zeit lang später erst sein Reward oder das Ergebnis des Projekts erst vorgestellt. Dann, was ist Crowdfunding noch? Sie sagen ja klar, hat er doch gerade gesagt, es ist Emotion, aber es ist auch ein Finanzierungsinstrument. Ist aber auch ganz klar ein Werkzeug, um Erkenntnisse über sein eigenes Projekt zu gewinnen. Ja, also durch das Crowdfunding hat man die Möglichkeit, nochmal deutlich tiefer in die Analyse des Projekts zu gehen. Sind überhaupt die Bedarfe da für das, was wir machen wollen? Man lebt ja häufig auch in seiner Bubble, ist dann bei uns als Beispiel mit anderen Kulturschaffenden, anderen Leuten im Austausch, die sagen, ja klar, natürlich brauchen wir diese Räume. Aber ist das wirklich so? Braucht wirklich die große Gemeinschaft diese Räumlichkeiten? Und wir können für uns sagen, ja, auf jeden Fall. Also das Crowdfunding hat bei uns dazu beigetragen, dass wir uns nochmal
deutlich sicherer geworden sind mit dem, was wir machen wollen und dass auch wirklich der Bedarf in Kaiserslautern herrscht. Es sind aus verschiedensten Bereichen Leute auf uns zugekommen, die gesagt haben, wir machen seit 20 Jahren Musik, wir sind seit 20 Jahren durchgängig auf der Suche nach entsprechenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen, für Workshops. Das richtet sich tatsächlich nicht nur an kleine Kulturvereine, sondern auch beispielsweise sind Schulen auf uns zugekommen, Musikschulen sind auf uns zugekommen, die Hochschulen sind auf uns zugekommen, weil Raumnot tatsächlich in Kaiserslautern einfach ein großes Problem ist. Dann, Crowdfunding ermöglicht auch das Ausprobieren ohne großes Risiko. Heißt, man kann ein Projekt an die Crowd geben, ausprobieren, ohne dass man in finanzielles Risiko gehen muss. Dann ist es auch tatsächlich die Umkehr des traditionellen Weges, nenne ich es jetzt mal. Das bezieht sich jetzt wirklich mehr auf den unternehmerischen Bereich. Also im klassischen Weg hat man eine Idee, man analysiert den Markt, schreibt einen Businessplan, hat eine Finanzierung, geht in die Produktion und wagt dann einen Marktantritt. Und beim Crowdfunding ist es tatsächlich einfach umgekehrt. Man tritt in den Markt ein, beziehungsweise in die Crowd ein mit seiner Idee, bekommt dann über die Kampagne die einmal die Finanzierung und tatsächlich auch nochmal die Analyse des Projekts. Man kann sein Projekt dementsprechend auf die Bedarfe der Zielgruppe anpassen und kann dann in die Produktion gehen. Ich nenne es jetzt mal bei uns die Umsetzung, und hat so die Möglichkeit, wirklich bedarfsorientiert Projekte zu planen und auch umzusetzen. Wie unten schon steht, auch Bedarfsanalyse, Kundengruppenanalyse, gerade wie schon erwähnt, die Leute, die auf uns zugekommen sind, die mit uns gesprochen haben und gesagt haben, wir suchen seit Ewigkeiten noch Räumlichkeiten. Das hat uns auf jeden Fall sehr dabei geholfen, nochmal Erkenntnisse über ja, die Bedarfe in der Kunst- und Kulturszene, aber auch darüber hinaus in Kaiserslautern zu eruieren. Gerade schon erwähnt, Crowdfunding ist natürlich dann auch ein Proof of Concept, ein Proof of Team. Ich sage es direkt schon, Crowdfunding ist eine sehr, sehr intensive und ja auch fordernde Angelegenheit. Und man erkennt dann tatsächlich auch, ist das Team, mit dem ich das gemeinsam umsetzen will, das richtige Team, muss da an gewissen Stellschrauben noch was geändert werden, müssen Aufgaben anders verteilt werden, müssen Kompetenzen anders verteilt werden. Das sind alles Dinge, die man neben dem Geld, was man einsammelt, auch noch gewinnt an Erkenntnisse. Dann ganz klar Marketinginstrument. Wir haben mit unserer Crowdfunding-Kampagne sehr für Aufmerksamkeit gesorgt. Unsere Kampagne haben auf Social Media hat über 50.000 Aufrufe. Im Zuge dieser ganzen Kampagne sind verschiedenste Leute auf uns zugekommen, auch aus der Politik tatsächlich. Da sind jetzt aktuell einige Dinge in Planung, auch was Fördergelder und so weiter angeht, an die wir vermutlich, wenn wir diesen Aufruf nicht gemacht hätten, nie gekommen wären, weil ja, muss man einfach sagen, das hat uns sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit beschert und ist natürlich ein Analyseinstrument, wie eben schon gesagt, Kundengruppen, Bedarfsanalyse und so weiter und so fort. Also hier Feedback aus der Crowd hilft weiter und ja, ist da einfach ein super, super Instrument, um möglichst viele Erkenntnisse über sein Projekt zu gewinnen. Dann wird man sich selbst auch nochmal bewusst. Ja, wieso mache ich dieses Projekt eigentlich? Was ist meine Vision und wie unterscheidet sich meine Vision von der Vision meiner Crowd? Auch die Frage stellt sich da nochmal, was will ich mit meiner Idee überhaupt erreichen? Also ja, was ist der Ist-Zustand? Was soll der Soll-Zustand werden? Und wie beeinflusse ich meine Zielgruppe, also die Crowd, und wie beeinflusst die Crowd mich umgekehrt? Ja, also haben wir gerade schon gesagt, viel Feedback, was reinkommt. Man kann die entsprechenden Stellschrauben, an die wir gedacht haben oder an die Angebote, die wir bereitstellen wollen, kann man nochmal anpassen, um dann auch wirklich einen perfekten, im wirtschaftlichen Bereich würde man sagen, Product Market Fit zu haben. Ich nenne es jetzt einfach mal ein Project Crowd Fit in dem Zusammenhang. Und natürlich die Frage, warum sollte jemand Geld dafür ausgeben? Ja, warum soll ich jetzt spenden? Was bekomme ich am Ende dafür? Und ja, man stellt einfach nochmal sich selbst Fragen durch das Crowdfunding, die man sich im Vorfeld nicht gestellt hat und gewinnt einfach nochmal deutlich ja, bessere Einblicke über die Bedarfe und das, was auf dem Markt gerade gebraucht wird. Dann, jetzt kommen wir zur Umsetzung. Was brauche ich für eine Crowdfunding-Kampagne? Ich brauche natürlich die richtige Plattform. Wir haben eben schon darüber gesprochen, es gibt eine Heidenmenge an Plattformen und da muss jeder auch die richtige für sich selbst finden. Für uns damals war bei der Auswahl der Plattform tatsächlich die User Experience ausschlaggebend. Also, welchen Weg muss ein Funder gehen, um Geld an uns spenden zu können?
Und da haben wir uns ganz viele verschiedene Plattformen angeguckt, haben die miteinander verglichen, haben geguckt, wie viele Klicks brauche ich von der Kampagne bis zur finalen Spende. Und da muss aber jeder tatsächlich seinen eigenen Weg finden. Dann, was brauche ich noch? Auf den meisten Crowdfunding-Kampagnen ist es so, dass man eine Beschreibung des Projekts in ungefähr 500 bis 1000 Zeichen angeben muss. Und das ist nicht viel. Das heißt, man steht wirklich vor der Herausforderung, extrem komplexe Fragestellungen, Projekte in einer möglichst kleinen Form zusammenzufassen. Und da muss man sich wirklich viel Gedanken machen, wie soll dieser Text aussehen? Dann natürlich das Herzstück einer Crowdfunding-Kampagne ist das Video. Hier auch nochmal vielen Dank an die ZRW, die uns da bei der Umsetzung unterstützt hat. Das Video ist quasi das Herzstück. Da wird in ungefähr 90 Sekunden erzählt, was machen wir, was ist das Problem, wie lösen wir dieses Problem, warum brauchen wir die Unterstützung von der Crowd. Dann natürlich auch bei so einem Projekt, wie wir es umsetzen wollen, Bilder des umzusetzenden Projekts. Da, wie gesagt, war auch die ZRW stark unterstützend mit dabei und hat uns da ja, einfach unter die Arme gegriffen. Muss man tatsächlich sagen, hätte es diese Startfinanzierung nicht gegeben, würde es diese Crowdfunding-Kampagne auch nicht geben und wir wären mit dem Projekt noch nicht da, wo wir heute sind. Zusätzlich ist einfach eine Landingpage, finden Sie auf unserer Homepage www.sucura.org, wo alles aufgelistet ist, wo wirklich gefragt wird, warum braucht man diese Räume, wofür wird das Geld verwendet und so weiter und so fort. Dann natürlich FAQs, da geht es hauptsächlich um ja, rechtliche Sachen, was passiert mit meinem Geld, habe ich irgendwie rechtliche Ansprüche auf die Umsetzung des Projekts, wenn ich Geld gespendet habe und so weiter und so fort. Also, dass einfach diese häufigen Fragen, die man immer wieder kommt, da auch ja, quasi abarbeiten kann. Die Leistungsaufstellung, ganz wichtig ist tatsächlich ein Kommunikationsplan. Wenn man so eine Kampagne startet, muss die dauerhaft gefüttert werden. Also es muss tatsächlich auf Social Media, auf den jeweiligen Kanälen jeden Tag oder wenigstens alle 2 Tage ein gewisser Input kommen, damit die Leute am Ball bleiben. Und natürlich einen ganz wichtigen Call to Action. Also jedes Mal, wenn man über dieses Projekt spricht, muss man einfach sagen, hey, spendet, jetzt ist es wichtig. Immer Call to Action machen ist ein absolut wichtiges, wichtige Sache. So, und ich bin jetzt schon tatsächlich am Ende meiner Zeit. Ich würde hier die letzten Sachen noch einmal gerade ganz schnell durchgehen. Tipps zur Umsetzung. Schaut euch Kampagnen an. Wenn ihr eine eigene Kampagne machen wollt, werdet Teil der Crowd. Schaut euch andere Kampagnen an, vielleicht auch Leute, die ähnliche Projekte umsetzen wollten wie ihr. Dann betreibt Aufklärung. Ihr müsst quasi wirklich alle Fragen, die aus der Crowd kommen können, irgendwie beantworten können. Das schafft Vertrauen, dass die Leute euch auch Geld spenden, dass sie sehen, das sind irgendwie nicht nur, ja, was passiert mit meinem Geld, wenn ich das jetzt spende, wird damit irgendwie Unfug getrieben oder was weiß ich. Sonst muss Vertrauen geschaffen werden und so schafft man auch Frust vor. Und schaut euch die Kampagnen an, wie oben im ersten Punkt schon gesagt, werdet Teil der Kampagne und schaut euch Kampagnen an. Und nicht nur 2, 3, 4, sondern echt 30, 40 und ihr werdet die Schlechten von den Guten und die Unerfolgreichen von den Erfolgreichen unterscheiden können. Und wie unten hier schon beschrieben, sprecht mit eurer Crowd, bleibt auf Social Media, macht Fragerunden, sucht die Gespräche mit Partnern. Und geht natürlich auch direkt auf Partner zu, wie beispielsweise die ZRW, die uns auch hier sehr unterstützt hat, mit einigen, ja, Partnern ins Gespräch zu kommen. Jetzt möchte ich noch mal ganz, ganz schnell auf unser Projekt eingehen. Wie anfangs Ich schon. bin erstaunt, dass wir jetzt langsam zu Ende kommen, Herr Okay, Theis. dann Ganz beende ich das toll. jetzt. Dann möchte ich aber noch mal einen eigenen Call to Action starten. Wenn Sie irgendwie Mitarbeitende haben oder sich selbst für Kunst und Kultur interessieren, schauen Sie sich auf unserer Homepage das Projekt Ein Raum für Lautern, das Sucura Crowdfunding an. Leiten Sie es gerne an die entsprechenden Personen in Ihrer Organisation weiter. Wir sind auch gerne bereit, uns mit, ja, mit Unternehmen in Austausch zu gehen, um da ja, auch sagen wir mal, Kunst und Kultur als Standortfaktor ist ja auch immer wieder ein wichtiger Punkt. Und auch die ZRW hat ja jetzt auf der vergangenen Vorstellung von ihrer Rückkehrerstrategie gesprochen. Ich nenne es auch ganz gerne die Hierbleiberstrategie, um einfach den Standort attraktiv zu halten. Und ja, dann beende ich das jetzt an dem Punkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Die Präsentation können wir gerne im Nachgang auch noch zur Verfügung stellen. Ja, vielen Dank, Herr Theissen. Das war ein schneller Ritt. Es ist mir bewusst, dass Sie natürlich gerne noch etwas mehr Zeit haben wollten, aber man kann ja die Gelegenheit nutzen, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und sich näher zu informieren. Wie Ja. gesagt, solche Mittagsformate leben ja davon, dass sie relativ kurz und knapp sind. Insofern trotzdem danke für die ausführlichen Informationen und die Tipps,
auch für andere, die an so einem Projekt denken, für das sie eine Crowdfunding-Kampagne benötigen. Wie gesagt, es gibt nachher noch eine kurze Möglichkeit auch der Diskussion und für Rückfragen. Und da, wenn da was Ihren Vortrag betrifft, werden wir das sicherlich auch nochmal dann aufgreifen können. Vielen Dank. Ich komme nun zu dem nächsten Tagesordnungspunkt und werde versuchen, hier auch entsprechend zügig das vorzustellen. Es geht um einen kurzen Einblick in nicht alle aktuellen Projekte der ZRW, sondern vor allen Dingen mehr auf neue Dinge, die wir jetzt in 2024, teilweise 2025 angehen möchten. Es ist nur ein kurzer Ritt, damit Sie einfach sehen, ob da Dinge dabei sind, die Sie vielleicht interessieren. Und das Angebot steht natürlich, dass Sie sich gerne melden können, wenn dabei Sachen sind, die für Sie von Interesse sind. Wir gehen einfach mal los. Oder nicht da? Ja, also zunächst einmal einige neue Handlungsfelder und dann einige Einzelprojekte nochmal. Wir hatten das auch in der Mitgliederversammlung angerissen. Es geht um einen Schwerpunkt, das Thema Kooperationspartner Westpfalz, also auch die Kooperation mit anderen Akteuren, mit anderen Regionen, auch den Austausch, das Thema Projektvernetzung in der Westpfalz. Das heißt, eher Synergien zu suchen. Ein interessanter Aspekt ist auch das Thema Westpfalz international. Das geht von der Zusammenarbeit eben hier mit Akteuren, aber auch mit dem Thema Fachkräftegewinnung und dann ein Akzent auf das Thema solidarische Bürger, solidarische Westpfalz. Da geht es eben auch um das Thema bürgerschaftliches Engagement. Das erste Themenfeld, Ausbau der Kooperationen mit Nachbarn. Wir haben in der Vergangenheit schon seit über 10 Jahren eine engere Zusammenarbeit auch mit der ZMRN, sprich der Metropolregion Rhein-Neckar, und die so ein bisschen die Paten bestanden haben für uns. Mittlerweile stehen wir ein bisschen als Modell auch für andere da. Das galt jetzt vor einigen Jahren für die Kollegen im Saarland mit der Wirtschaftsregion Saarbrücken, aber auch mit Winzar gibt es jetzt auch einen engeren Austausch. Und neu ist jetzt auch die Zusammenarbeit mit der frisch gegründeten Zukunftsregion A, für die wir auch gewissermaßen an Pate standen. Ich werde nächste Woche dort sein und auch unseren Ansatz dort vorstellen. Es geht auch dort darum, jenseits der ganzen Wiederaufbauarbeit auch die Akteure zusammenzubringen. Und hier haben wir auch ein bisschen eine Vorbildfunktion eingenommen. Thema Projektvernetzung in der Westpfalz, hier geht es eigentlich darum, zu vermeiden, dass jeder in seiner Ecke Projekte macht, aber die Zusammenhänge und die Brücken zwischen diesen Projekten übersehen werden und damit vielleicht auch jetzt in Zukunft der Ressourceneinsatz effizienter sein kann. Hier sind einige der möglichen Anknüpfungspunkte auch aufgeführt, ob das hier die Zusammenarbeit mit den LAG geht. Das sind also hier die Einrichtungen, die die dörfliche Entwicklung, die ländliche Entwicklung fördern. Also zum Beispiel jetzt mit der LAG Pfälzerwald Plus oder Dolala und viele andere mehr. Es geht auch um die Zusammenarbeit zum Beispiel mit solchen Smart City Projekten wie hier im Landkreis Kusel am Thema Westpfalz Wiki oder beispielsweise hier die Stadt-Umland-Strategie des Innenministeriums für den Raum Zweibrücken, wo wir jetzt an diesem Thema der Biosphärenbrücke arbeiten. Oder ein weiteres Projekt ist auch das sogenannte Projekt 42, das ehemalige CNA-Gebäude in Kaiserslautern, wo auch die SIAG sich stark engagiert um das Thema eben Digitalisierung, KI und das Ganze auch einem breiteren Publikum näher zu bringen. Ja, das Thema neue Handlungsfelder im Bereich international, da hatten wir im zurückliegenden Jahr eine recht erfolgreiche Zusammenarbeit aufgebaut, nachdem es mal ein solches Programm gab, nur in Großbritannien, das sogenannte Leadership Connect, war man dann seitens der US-Streitkräfte dann Ende 2022 auf uns zugekommen und wir haben dann in 2023 das erste Leadership Connect Programm durchgeführt.
in Deutschland und hier waren eine ganze Reihe an Mitgliedern, an Partnern. Sie sehen hier auf der rechten Seite, wer da zum Beispiel alles dabei war, die Gelegenheit gegeben, zwischen Führungskräften auf deutscher und auf US-Seite in Austausch zu kommen. Da ging es vor allen Dingen um Führungsfragen, um Recruiting. Wie halte ich die Leute bei der Stange in Corona-Zeiten? Wie biete ich Entwicklungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, Teambuilding und vieles andere mehr? Das Ganze war eigentlich durch die Bank erfolgreich und wird deswegen auch jetzt fortgeführt mit neuen Partnern und Start ist Ende diesen Monats und ich bin gespannt, wie das dieses Mal abläuft, aber ich bin da durchaus guter Dinge. Weitere Aspekte, wo wir das Thema international etwas stärker in den Fokus nehmen. Es zeigt sich, dass man hier aus dem Vorhandensein von Ato, die ja auch wächst, wie wir wissen, und US, aber auch den ganzen Unternehmen, die da drumherum hier anwesend sind, bislang noch etwas zu wenig macht. Und letzten Endes zeigt das auf, dass viel Potenzial noch da ist. Es wird jetzt im April eine deutsch-amerikanische Industriemesse auf dem Betzenberg geben für ganz Europa. Letztes Jahr gab es eine solche Messe in Polen und die ist jetzt erstmals in Deutschland, in dem Fall jetzt in Kaiserslautern. Es geht auch darum, das hohe Maß an Englischsprachigkeit hier in der Region systematischer zu nutzen. Viele Fachkräfte, die wir aus dem Ausland gerne gewinnen möchten, wenn sie eine andere Sprache können, ist es Englisch. Und man zieht dann oftmals Länder wie England oder Irland vor, weil man mit dem Deutschen so seine Mühe hat. Aber in unserer Region ist das wesentlich einfacher und das nutzen wir bislang noch nicht systematisch genug. In diese Richtung gehen auch zwei Teilprojekte von E-Books, zum einen eine Neubürgerbroschüre und auch ein Travelbook, beides in deutscher und in einer englischen Fassung. Wir hatten auch Ende des Jahres einige interessante Gespräche zum Thema, warum gibt es eigentlich gar nicht so viele amerikanische Studenten an unseren Hochschulen? Man hat festgestellt, dass denen das gar nicht so bewusst ist, dass sie hier durchaus auch studieren können und dass es nicht wie in den USA 100.000 Dollar im Jahr kostet. Und hier sind vielleicht auch interessante Möglichkeiten, auch für unsere Hochschulen und die RPTU weitere Studenten zu gewinnen. Und es stellt sich dann in dem Zusammenhang die Frage, welche Studiengänge auch als englische Studiengänge oder englischsprachige Studiengänge angeboten werden können. Wir arbeiten dann auch sicherlich hier mit der Internationalen Schule Westphalens zusammen, die wir seinerzeit hier mit hergebracht haben. Diese Einbeziehung der Akteure, die hier aus dem Kreise von NATO und US da sind, muss sich aber nicht auf Geschäfte und andere Dinge beschränken, sondern das kann man sich auch vorstellen beim Thema Literatur, bei Sportarten, bei vielen anderen Dingen mehr. Das Ganze beschränkt sich nicht nur auf die US und auf das Militär und die Angehörigen, sondern aktuell gibt es auch eine Reihe an Gesprächen und Bemühungen im Rahmen dieses Jubiläums von 200 Jahren Auswanderung aus der Pfalz nach Brasilien. Hier wird es eine Wirtschaftsdelegation geben. Eine Zusammenarbeit ist auch schon eingetütet mit der dortigen IHK. Die Frage, ob nicht auch Fachkräfte zum Beispiel aus Brasilien interessant wären, auch für unseren Arbeitsmarkt. Beim Thema solidarische Bürger, solidarische Westpfalz, einige Hinweise. Wir haben das Thema aufgegriffen, hier einen Ehrenamtstag auszurichten, zusammen mit einer hiesigen Stadt. Für die Jahre 2024, 2025 sind die Standorte schon vergeben. Unser Bemühen ist jetzt gegebenenfalls im Jahr 2026, das in der Westpfalz auszurichten. Interessant, das passt ganz gut zu dem Thema von Herrn Theisen vorhin, beim Thema Crowdfunding ist auch die Frage, welche Rechtsform und welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für viele lokale Projekte, bis hin zu Angeboten, die der Daseinsvorsorge dienen. Und da ist das Thema Bürgerstiftung und Genossenschaften eigentlich ein ganz spannendes. Das wird auch schon seit einigen Jahren unter der Federführung des Donnersbergkreises auch thematisiert, aber es ist eigentlich etwas, was die ganze Region betrifft. Ja, und jetzt nur in aller Schnelle ein paar wenige
Hinweise auch zu weiteren Projekten, dass ich jetzt nicht alle Projekte, die wir beackern, hier ansprechen werde, ist klar. Wir haben ja auch noch Dinge wie das Thema Wasserstoff oder Waste to Value oder Wind. Aber es geht hier eher um neuere Dinge und hier vielleicht im Schnellritt einige Hinweise, wenn da Interesse besteht. Das Thema steigen wir mal ein mit A Great Place to Work. Da geht es auch um die Fragen, können wir hier interessante Modelle anbieten des Arbeitens in dieser Region. Das betrifft Dinge, die die Unternehmen selbst ein Stück weit vorantreiben müssen. Ich sage mal Betriebskitas und andere Sachen mehr. Aber auch solche Angebote wie Dinge für Digital Nomads sind sicherlich auch interessant. Und wir haben auch festgestellt, dass über Unternehmen, die Zweigstellen in anderen Ländern Europas und der Welt haben, auch in nicht digitalen Berufen wie Maschinenbau und so weiter, wo ganz praktische Dinge passieren, auch Beschäftigungsmöglichkeiten bis hin zu Angeboten für Ausbildungsplätze auch im Ausland bereitgehalten werden. Das Ganze trägt zur Attraktivität des hiesigen Arbeitsmarktes bei. Eine Rückkehrerstrategie ist vorhin noch kurz erwähnt worden von Herrn Theisen. Hier sind wir auch in einem bundesweiten Netzwerk jetzt aktiv und haben schon die ersten Umsetzungsschritte auch unternommen, zusammen mit der Agentur für Arbeit, wo man eben auch Menschen, die vielleicht im Ausland mal gearbeitet haben oder in anderen Teilen Deutschlands, die in die Westpfalz zurückkommen möchten, sei es aus beruflichen Gründen, aus familiären Gründen, ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sie bei uns haben, ob es jetzt um Jobs geht, ob es um kulturelle Angebote gibt, ob es um Schulen geht und vieles andere mehr. Und das Ganze ist mittlerweile auch in der Umsetzung und Teil einer Gesamtstrategie. Was das Thema Gesamtstrategie angeht, ist es so, wir hatten im Jahr 2021 einen Workshop organisiert, auch unter der Federführung unseres Kuratoriums, aber ergänzt um weitere Akteure. Hierbei sind neben anderen Vorschlägen auch zwei entwickelt worden, die das Thema Cluster und künftige Cluster betreffen. Das heißt, es geht darum, welche Nischen in der Zukunft sind vielleicht interessant für die Hochschulen, die Forschungseinrichtungen und die Unternehmen aus unserer Region. Also wo können wir gewisse Alleinstellungsmerkmale auch in Anbetracht künftiger Technologien und Herausforderungen besetzen? Da hat jetzt der Dialog diese Woche ist aufgenommen worden und wir bereiten dort spezialisierte Workshops vor. Diese Vorbereitung läuft in Zusammenarbeit mit der SIAC. Zu den E-Books, die ich vorhin erwähnt habe, vielleicht nur noch den Hinweis: Es geht um zwei Angebote, die beide kostenlos sein werden. Sie sind natürlich auch für Gäste aus dem Ausland interessant, aber auch hier für uns selbst. Wir haben die Möglichkeit, aus dem großen Fundus an Informationen, die wir hier schon gesammelt haben, über westfalz.de bzw. westfalz.eu, solche Angebote zu generieren. Das lässt sich dann zum Beispiel auch nutzen für eine digitale Gästemappe in einem Hotel oder für andere Dinge. Dadurch, dass es digital ist, können wir es erstens kostenlos anbieten und zum anderen laufend aktuell halten oder mit einem aktuellen Veranstaltungskalender dann verlinken. Was auch noch läuft, ist ein Projekt, was wir sozusagen etwas übernommen oder geerbt haben von der SIAC. Das war ein früher Schülerkunstwettbewerb, den wir jetzt weiterentwickelt haben für einen Digital Art Contest. Das richtet sich vor allen Dingen an Kinder und Jugendliche zusammen mit ihren Lehrern und Schulklassen im Wesentlichen. Und das Ganze ist jetzt angelaufen und die Einreichungsfrist ist im Frühjahr und es wird eine entsprechende Prämierung geben. Es geht da auch um diese Schnittstelle, sage ich mal, zwischen Kunst, Kreativität und Digitalisierung. Ja, soweit. Erstmal zu den Projekten. Jetzt können Sie natürlich fragen, wofür ist das Ganze gut oder hat das irgendeinen Effekt, wenn wir das alles machen? Wir hatten letztes Jahr eine kleine Umfrage wiederholen lassen, die wir schon mal vor 10 Jahren umgesetzt haben. Und ich hatte die Gelegenheit, bei der Mitgliederversammlung einen kurzen
Einblick zu geben in erste Ergebnisse. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und damit möchte ich auch gleich mein Statement hier abschließen. Diese Befragung ist 2013 erfolgt. Natürlich konnte man da kurz nach unserer Gründung noch nicht viel erfahren über die ZRW selbst, aber über das Image unserer Region. Wir haben jetzt nach 10 Jahren diese Befragung wiederholt mit den gleichen Zielgruppen und auch mit dem gleichen Partnerunternehmen. Und die Frage ist, hat sich die Stimmungslage, hat sich das Image unserer Region verändert in diesen letzten 10 Jahren? Wenn ja, zum Positiven oder gar nichts oder zum Negativen? Hat unsere Arbeit hier etwas gebracht? Und das Ergebnis ist überaus erfreulich. Aber bevor wir dazu kommen, noch mal ganz kurz die Methodik hier. Das basiert auf diesem sogenannten Net Promoter Score. Also die Frage, sind Sie bereit, diese Region weiterzuempfehlen oder sagen Sie eher nein, das sind eher negative Dinge. Und Sie sehen, dass im Prinzip auf der einen Seite gibt es Kritiker, es gibt Leute, die sind relativ neutral und es gibt Leute, die sind eher positiv eingestellt oder begeistert. Und die werden auch diejenigen sein, die nach außen positiv als Botschafter dieser Region sich äußern werden. Und das Ergebnis hier zu guter Letzt. Sie sehen in Blau jeweils die Ergebnisse des Jahres 2013 und in diesem ockerfarbenen Ton 2023. Wir sind gestartet eigentlich mit einer Gesamtbewertung der Region. Die lag damals bei minus 23. Das heißt, es gab eine überwiegend negative Sicht auf unsere Region seinerzeit nur bei einem kleinen Kreis damals der Mitglieder war die Stimmung leicht im Positiven. Wenn Sie das vergleichen mit dem Jahr 2023, sehen Sie, dass wir in allen Bereichen, ob Einwohner, ob Studierende, ob Mitglieder des Vereins, ob Mitglieder, ob Mitarbeiter von Unternehmen, hier insgesamt ein durch die Bank positives Feedback jetzt haben. Wir sind praktisch auf Null, aber kommend von minus 23. Wenn wir also so weitermachen in den nächsten 10 Jahren, dann sollten wir eigentlich durch die Bank im Positiven liegen. Insofern zeigt das doch, dass man in den letzten 10 Jahren auch etwas erreicht hat, was sich auf das Image und die Stimmungslage in der Region ausgewirkt hat. Soweit erstmal von meiner Seite. Und wir würden jetzt kommen zu dem Punkt Top 4 Vorstellung der Neumitglieder. Wir starten mit dem Dokumcenter Ramstein und ich darf Herrn Mario Allenbacher, der glaube ich auch eine kleine Slides an Präsentation vorbereitet hat, die Gelegenheit geben, uns in einigen Minuten das Dokumcenter vorzustellen. Bitte. Ja, können Sie mich hören? Ja. Ja, sehr schön. Also vielen Dank auch von mir für die Möglichkeit, das DocuSender jetzt heute in diesem Rahmen mal kurz vorstellen zu können. Mein Namen haben Sie schon gehört, Mario Auenbacher, und ich bin seit etwa 2 Jahren der Leiter des DocuSenders in Ramstein. Also ich bin noch relativ neu in der Einrichtung. Aufgebaut hat das Ganze der Michael Geib. Und das gibt es jetzt seit 2007 und seitdem wurde es kontinuierlich ausgebaut und zwar unter dem vollen Namen Dokumentations- und Ausstellungszentrum zur Geschichte der US-Amerikaner in Rheinland-Pfalz. Also das ist ja ein sehr langer, sperriger Name, aber er beschreibt im Grunde schon ganz gut, was unsere eigentliche Aufgabe ist. Also wir sammeln, bewahren und erforschen im Grunde alles, was mit der amerikanischen Militärpräsenz in unserem Land seit 1945 zusammenhängt. Und das können zum Beispiel schriftliche Quellen sein, wie wir sie jetzt hier sehen können, also irgendwelche Dokumentationen, Zeitungen, Dokumente und so weiter. Aber auch Fotos, wie jetzt hier das Foto von der Ramstein Airbase in den 60er Jahren. Plakate, sowas wie Sie hier jetzt sehen. Oder Karten, so wie diese hier, die jetzt relativ neu in unseren Bestand gekommen ist. Da hat jemand dokumentiert, wo überall im Raum Kaiserslautern die Amerikaner ihre Liegenschaften haben. Wir haben dreidimensionale Objekte,
jede Menge, wie diese Football-Letter-Jacket der Ramstein Rams, also das war das Football-Team der Ramstein Airbase, das es früher mal gab. Ja, und Teile dieser Sammlung und auch der Erkenntnisse, die wir uns aneignen, die präsentieren wir dann in Ausstellungen, Vorträgen oder zum Beispiel auch in unserem Podcast, den Sie hier jetzt sehen, kann man zum Beispiel auf Spotify sich anhören. Die Ausstellungen finden hauptsächlich auf dem Ausstellungsgelände in Ramstein statt. Vielleicht kennen Sie ja die roten Container, in denen das Doku-Center dort untergebracht ist. Wir sind aber nicht nur dort aktiv, sondern machen auch externe Veranstaltungen und Projekte, beispielsweise in Kooperation mit der Pfalzbibliothek oder dem Stadtmuseum in Kaiserslautern. Im vergangenen Jahr hatten wir zum Beispiel auch einen Vortrag im Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde im Programm. Und ja, ansonsten bieten wir natürlich auch Führungen an, in Deutsch und in Englisch. Und dann unterstützen wir Forschungsvorhaben, Schulprojekte oder sonstige Projekte und Vorhaben, die irgendwie mit der Geschichte der US-Amerikaner in Rheinland-Pfalz im Zusammenhang stehen. Abschließen möchte ich das Ganze jetzt mit einem kleinen Ausblick noch auf die aktuellen Projekte, die wir in diesem Jahr so vorhaben. Am 16. März werden wir nämlich unsere Ausstellungssaison in Ramstein eröffnen, und zwar mit der Ausstellung Fliegerstraße, Blutacker und Amivisje. Das sehen Sie da ganz links. Die Ausstellung ist aktuell noch im Stadtmuseum in Kaiserslautern zu sehen. Und wir zeigen die dann nochmal in Ramstein mit ein paar Ergänzungen, die wir dann dort speziell vorhalten werden. Ja, im weiteren Verlauf des Jahres haben wir noch zwei weitere Ausstellungen in Planung. Die eine wird sich mit der Friedensbewegung beschäftigen, und da insbesondere mit dem sogenannten heißen Herbst 1983. Wir beschäftigen uns also hier mal mit der Opposition gegen die militärische Aufrüstung und Präsenz in der Region. Das ist nämlich auch ein großes Thema in diesem Themenkomplex. Den Saisonabschluss wollen wir dann mit einer Ausstellung zum amerikanischen Rundfunksender AFN machen, hier speziell zum Studio in Kaiserslautern, das es jetzt dann auch schon seit 70 Jahren gibt. Ja, damit bin ich im Grunde schon am Ende der Kurzvorstellung angekommen. Sie sind natürlich alle recht herzlich eingeladen, uns mal in unserem Ausstellungsgelände in Ramstein oder auch bei den externen Veranstaltungen zu besuchen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Auenbacher, für diesen Einblick, und ich hoffe, Sie werden viele neue Besucher auch bekommen in Ihrer Einrichtung und auch Interesse an den kommenden Ausstellungen. Ich darf jetzt in der Reihe der Vorstellung von neuen Mitgliedern weitermachen. Sie wissen, wir haben da so jeweils 3, 4 Minuten vorgesehen, dass man mal hier auch zu Wort kommen kann. Wenn ich richtig informiert bin, ist jetzt Herr Uwe Bollmann für Schaumlöffel Engineering an der Reihe. Und dann werden wir noch etwas hören vom Senior Expert Service von Herrn Zimmermann. Wir fangen jetzt an mit Herrn Bollmann. Bitte schön, Sie haben das Wort. Gerne, vielen Dank. Können Sie mich hören? Jawohl. Wunderbar. Vielen Dank. Mein Name ist Uwe Bormann. Ich bin der Inhaber des Ingenieurbüros Schaumlöffel Engineering in Enkenbach. Das ist ein Vorort von Kaiserslautern. Wir sind nicht ganz neu. Wir sind seit 1997 am Markt, und ich habe das Unternehmen jetzt vor einiger Zeit im Rahmen einer Altersnachfolge übernommen. Heute ohne Präsentation, hat einen Grund: Wir sind gerade gestern und vorgestern umgezogen, haben noch nicht Zugriff auf all unsere Server, und deshalb geht es jetzt nur auf der Tonspur, weil ich die Daten nicht habe. Wir sind ein starkes Team von neuen Mitarbeitern. Das unterteilt sich in Ingenieure, Bankkauffrauen, die Förderungsanträge machen, die Rechnungen prüfen für Sanierungs- und Neubauten. Wir sind in einem großen Bereich tätig in der Energieeffizienz. Das heißt also für Sanierungen von Bestandsgebäuden im Bereich der Wohngebäude, der Nicht-Wohngebäude, also Nicht-Wohngebäude, sondern Büros, Industriehallen, Schulen zum Beispiel, Kindergärten, und begleiten hier alle Projekte, die im Bereich der energetischen Sanierung, aber auch im Neubau sind.
Das machen wir nicht nur hier regional, wir sind auch ganz stark überregional tätig, über die Bundeslandgrenzen hinaus. Wir haben auch Projekte in Hamburg, in Berlin, in Nordrhein-Westfalen. Also wir sind da sehr, sehr weit tätig, da wir nicht nur für private Bauherren unterwegs sind, sondern auch für Investoren, Bauträger, Immobilienverwalter, öffentliche Auftraggeber, Architekten etc. Ja, und wenn man das jetzt mal sieht, was machen wir? Also wir sind in der Energieberatung, wenn man das so möchte, sind wir auch tätig. Wir machen bauphysikalische Berechnungen, wir berechnen Bestands- und Neubauhäuser zu Effizienz- und Passivhäuser, machen energetische Planungen, also alles in dem Bereich und bieten auch noch an, dass wir sind öffentlich bestellte Gutachter bei den Gerichten für Bauschäden und Energieeffizienzschäden, die am Markt auftreten. Also das bilden wir mit unserem Spektrum auch ab. Zudem sind wir Spezialisten für die Neubauförderung, die ist jetzt seit letzten Jahr wesentlich komplexer geworden ist mit Life-Cycle-Assessment-Analysen, die also nicht nur betreffen, wie gut ist das Haus, sondern auch mit welchem Baumaterial wurde es gebaut, welchen CO2-Footprint haben die. Und das Ganze zu bilanzieren und zu bewerten ist nicht einfach, aber da sind wir sehr, sehr tief drin in der Thematik, unterstützen da unsere Kunden auch sehr intensiv. Wie gesagt, wir sind im Bereich der Wohn- und Nichtwohngebäude unterwegs. Wir sanieren zurzeit auch zum Beispiel sehr, sehr viele Schulen in der Vorderpfalz, dass wir also so einen Eindruck bekommen, was wir an sich auch noch so machen. Wir machen viele Umbauten von Gebäuden, die nicht mehr gebraucht werden, wie zum Beispiel jetzt C&A-Gebäude in Deutschland, die aufgegeben worden sind, die werden teilweise umgebaut zu altersgerechten Wohnen in den Städten, sehr zentrumsnah für diese Menschen dann, die auch nicht mehr so mobil sind. Also da unterstützen wir auch entsprechend. Wir übernehmen natürlich in diesem Rahmen auch alle Förderungsmodalitäten für unsere Kunden. Wir stellen die Anträge bei KfW, BAFA, wir prüfen alles. Wir nehmen denen sozusagen die ganzen, ja, Tätigkeiten in dem Bereich ab, so dass sie sich wirklich auf ihr Bauvorhaben und auf das Wesentliche konzentrieren können. Also somit umfassen wir wirklich ein großes Portfolio für unsere Kunden, alles im Bereich Energieeffizienz, Bautechnik, bauphysikalische Technik und sind da jetzt seit fast 30 Jahren verlässlicher Partner und wir sind immer noch am Wachsen, deshalb auch der Umzug auf den gleichen Standort. Wir haben hier zwei große Bürogebäude mit weit über 350 Quadratmeter und sind somit auch für die Zukunft gerüstet, um weiter zu wachsen. Und aktuell suchen wir auch immer wieder Leute und auch jetzt für unser Abwicklungsgeschäft im Bereich der Bankkauffrauen als auch im Bereich Bauingenieure. Also wenn Sie da jemanden kennen, schicken Sie zu uns. Wir haben moderne Arbeitsplätze und ein interessantes und spannendes Aufgabenthema. So, meine Zeit ist auch schon rum. Ich halte mich kurz. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mehr über uns wissen möchten, www.schaumlöffel.de im Internet erfahren Sie alles weitere. Vielen Dank. Herr Burmann, vielen herzlichen Dank. Das Thema Energieeinsparung und Sanierung ist ja von höchster Aktualität. Ebenso aktuell und auch spannend ist das Thema Fachkräfteverfügbarkeit. Wir hatten vorhin das Thema Rückkehrer. Das betrifft natürlich auch Rückkehrer in den Beruf oder das Nutzen von vorhandenem Know-how. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon beim gleitenden Übergang zu Ihnen, Herr Zimmermann, das Thema Senior Expert Service. Bevor wir versuchen, krampfhaft Leute zu finden, warum nicht die nutzen, die noch da sind oder die schon noch immer da sind, vielleicht von Ihrer Seite eine kurze Präsentation dessen, was der Senior Expert Service anzubieten hat. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit. Sag nochmal recht schönen guten Tag und in die Runde und ein achtsames und gesundes Jahr 2024. Mein Name ist Klaus Zimmermann, ich bin 71 Jahre und arbeite seit 01.01.2023 ehrenamtlich für den Senior Expertenservice Vera Plus. Und ja, was machen wir oder beziehungsweise ganz kurz erst noch zu SES. SES ist der größte deutsche ist die größte deutsche Ehrenamtsorganisation mit immerhin über 13.000 Expertinnen und Experten und daraus in der Abteilung, in der ich tätig bin, Vera heißt Verbesserung von Ausbildungserfolgen. Vera Plus heißt es jetzt seit diesem Jahr. Was machen wir da? Wir sind also im Tandem unterwegs. Tandem heißt immer im Prinzip 1 zu 1.
Und Vera hilft bei Problemen in der Berufsschule, Konflikten im Ausbildungsbetrieb, fehlender Lernmotivation, die Suche nach zusätzlichen Unterstützungsangeboten. Die Ziele sind den erfolgreichen Abschluss in der Ausbildung, Stärkung der Kompetenz, Prüfungsstress zu beseitigen, Verbesserung der Selbstorganisation oder Förderung der Persönlichkeitsentwicklung. Und die Ausbildungsbegleiterinnen und Begleiter dürfen immer 4 Auszubildende annehmen. Das, nach oben hin sind wir dort gekapselt. Das Ganze ist für den Jugendlichen, also für die Auszubildenden, kostenfrei. Auf mein spezielles Projekt, was ich seit Januar, also direkt auch mit dem Start bei mir als Regionalkoordinator begonnen habe, ist mit dem Westpfalz-Klinikum, mit dem Ausbildungszentrum dort. Und zwar machen wir dort, ich nenne es Sprachförderung, weil wir direkt einen Deutschkurs nicht geben dürfen. Und das machen wir in Gruppen bis zu 4 Personen. Wir sind dort mit jetzt insgesamt, also das heißt auch Pirmasens ist mit dabei und Kirchambulanten ist mit dabei. Der Einstieg, wie gesagt, in Kaiserslautern betreuen wir mittlerweile 26 Migranten, die wir in der Sprachförderung, und hier sind wir gefordert, das Ganze im Prinzip in einem halben Jahr, weil dort endet die Probezeit. Das heißt, wir versuchen also in diesem halben Jahr den Fachwortschatz nach oben zu bringen, weil das, wie gesagt, der Knackpunkt ist, die Probezeit eben, dass die bestanden wird. Mit unserem Konzept, das hybrides Lernen ist, haben wir übrigens den Integrationspreis von Donnersberg im letzten Jahr dann auch bekommen. Ja, zu dem, was wir noch in der Zukunft machen wollen, habe ich schon für 24 jetzt Anfragen von der IHK, von der Frau Golling, der Abteilungsleiterin dort. Wir machen da einen Pilotversuch, und zwar mit dem Gastunternehmen Barbarossa, Hotel Barbarossa Hof mit der Familie Fogerzi. Wir werden eine Stadtführung anbieten mit Migranten, jetzt momentan vom Westpfalz-Klinikum. Und ich habe auch schon Anfrage von der Leitung der Pflege vom Westpfalz-Klinikum, und zwar in der Begleitung des Anerkennungsjahr für Migranten in der Pfalz. Da müssen wir allerdings sehen, und jetzt komme ich zu der bisschen, ich sag mal, schlechteren Seite der Medaille bei uns, was aber deutschlandweit leider der Fall ist, dass Ausbildungsbegleiter, das heißt Ehrenamtliche, dass die gesucht sind. Da haben wir also für mich auch eine große Aufgabe. Im letzten Jahr, was ich schon sehr gut fand, haben wir 7 neue dazugewonnen. Aber es ist wirklich nicht einfach. Aber das hört man in den Medien generell, dass die Bereitschaft, das Ehrenamt zu machen, leider nicht mehr so gegeben ist, wie es zu früheren Zeiten einmal war. Ja, das war die Kurzvorstellung, ein Vortrag, beziehungsweise dann noch eine Dokumentation werden wir dann auch noch nachführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank auch an Sie, Herr Zimmermann. Die Zeit ist im Grunde genommen jetzt erstmal rum. Ich möchte allerdings trotzdem Ihnen noch die Gelegenheit geben, wir müssen jetzt ein bisschen schauen, wie das mit dem Zeitmanagement ist. Der ein oder andere wird sich vielleicht jetzt ausklinken müssen, aber trotzdem möchte ich jetzt das nicht direkt abwürgen, denn wir hatten ja vorgesehen, dass es noch die Möglichkeit gibt, zu diskutieren oder Fragen zu stellen an die verschiedenen Referenten, ob das jetzt Herrn Theisen ist oder ob das insbesondere auch die 3 Präsentationen sind von Herrn Aulenbacher, Herrn Bormann und Herrn Zimmermann oder auch bezüglich vielleicht einer Nachfrage zu dem, was ich vorgetragen habe. Gibt es jetzt trotz fortgeschrittener Zeit Fragen des einen oder anderen? Wenn das im Moment nicht der Fall ist, ich sehe da ein mehr schriftliches Feedback, was auch natürlich interessant ist, und das Ganze sieht ganz positiv aus. Insofern darf ich dann auch fast pünktlich das Ganze abschließen und würde mich freuen, Sie wiederzusehen bei unserem nächsten Lunch. Ich hatte es vorhin bereits angekündigt, am 15.02. Donnerstag findet das nächste ZRW Lunch statt.
Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Passen Sie auf, draußen ist es glatt. Und kommen Sie heute Abend gut nach Hause. Alles Gute und bis bald. Tschüss.